Geschichte, die wesentlich darüber bestimmt war, dass jemand die Zahl 31 gerufen hat und gesagt hat, wir haben eine Satzungsänderung beschlossen. Und zwar war das Phänomen damals, dass eine grüne Hochschulgruppe, die total überfordert war in ihrem Opportunismus gegenüber der damaligen Wissenschaft und Naturwissenschaftler Wager, eine studentische Interessenvertretung zu realisieren, die oppositionell zu der damals begonnenen Politik der Entdemokratisierung, Nein, ich kann dir sagen, das war nicht der Erfindung der Grünen, sondern von der SPD. Das war im Wesentlichen etwas, was programmatisch in der Handelskammer entwickelt worden war. Ich bin Mitglied. Er ist wirklich Mitglied. Programmatisch auch bei den Gesprächsfesten aus der Verfassung studiert geschaffen, dann von einem großen Senat umgesetzt worden, längst nicht so weit, dass heute die CDU die Fortsetzung des Schildsenats immer noch agiert. Aber damals waren die Grünen vollkommen überfordert mit der gesellschaftlichen Lage und tatsächlich den Studenten Ausdruck zu verleihen. Und statt sich dieser inhaltlichen Verforderung zu stellen, haben sie immer weiter Restriktionen, die studentische, parlamentarische und andere geregelte Verständigung eingeführt. Dazu gehört übrigens auch, dass man den Raum wechselte. Denn einstmals haben 57 Parlamentarier direkt im Astertrakt zu Raumrunde 47, glaube ich, getan. Das war eine sehr dichte Atmosphäre, man konnte sich gut verstehen, man konnte gut miteinander diskutieren, das war sehr lebendig. Aber je mehr man die gesellschaftliche Lage versteht und dann auch mit den anderen diskutieren, umso mehr muss man sich in den Raum hinein reformieren können. Und mit seiner Technik zu beschäftigen, damit man sich in der Lage zu beschäftigen. Und dementsprechend machen wir dieselbe Wanderung wie damals in Grün. Erst durch den Jugendwissenschaftsförderer, der ist aber noch nicht groß genug, damit man sich definieren kann. Also gehen wir in den Hörsaal A Hauptgebäude. Und ich finde, das ist. Ja, Problem ist natürlich, wenn ein solches als problematisch erkennbar in die
Regierung, Verjäger auf, Verwalter.